Zusammensetzung des BER-Aufsichtsrates war schon immer ein heiß diskutiertes Thema. Jetzt mit dem neuen Senat nahm diese Diskussion neu an Fahrt auf. Wer soll geschickt werden in das Kontrollgremium? Eher Expertise oder eher die Politik? Michael Müller, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat immer für die politische Variante plädiert. Aber die Grünen haben in der Opposition jahrelang gesagt, Expertise muss in den Aufsichtsrat. Es kann nicht sein, dass dort nur Politiker sitzen, Senatoren sitzen, die weiß Gott anderes zu tun haben, als permanent dieser Baustelle auf die Finger zu gucken. Heute im Senat wollte man sich nun einigen. Das Ergebnis wurde dann in der Pressekonferenz präsentiert. Wer soll die mittlerweile ja nur noch schwer nachvollziehbaren Zustände dieser Baustelle kontrollieren? Senatoren, Staatssekretäre oder Bauexperten? Darüber gab es im neuen Senat drei Meinungen und so wurde seit geraumer Zeit um eine Einigung gerungen und das mehr oder weniger öffentlich. Gestern noch hieß es, der Kompromiss sei die Entsendung von Staatssekretären. Doch heute kam es dann ganz anders. Die Übermittlung der schwierigen Botschaft wurde in der Pressekonferenz der Regierungssprecherin überlassen. Die künftigen Mitglieder des Aufsichtsrates zeigten sich heute öffentlichkeitsscheu. Es gibt einen Senatsbeschluss, was die Besetzung des Aufsichtsrates des FBB anbelangt. Neben Michael Müller werden die beiden Regierungsparteien mit zwei Senatoren im Aufsichtsrat der FBB zuständig sein und entsandt werden. Und das wird für die Grünen der Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Herr Dr. Dirk Behrendt, sein. Und für die Partei Die Linke wird es Dr. Klaus Lederer sein, der zuständige Senator für Kultur und Europa. Ich darf Ihnen sagen, dass intensiv diskutiert wurde im Senat, welche Lösung wohl die beste sei. In der Vergangenheit ist ja auch in verschiedenen Gesprächen mit Ihnen sind die verschiedenen Varianten erläutert worden. Und es ist in der Tat eine Überlegung gewesen, mit welcher politischen Verantwortungsübernahme man weiter mit diesem Projekt umgehen möchte. Welches Signal das Beste wäre für die Berlinerinnen und Berliner. Und man hat sich letztendlich auf diese Variante geeinigt. Sie mag nicht als die einfachste erscheinen, aber ich glaube, es ist die verantwortungsvollste. Wichtig über allem ist das Signal, dass man sich gemeinschaftlich darauf verständigt hat, diese wichtigen Positionen mit Vertretern aller Regierungsparteien zu besetzen. Die Regierungssprecherin führte weiter aus, dass Staatssekretär Engelbert Lüttke-Daldrup weiterhin als Flughafenkoordinator im Aufsichtsrat bleibe und den vierten Platz im Gremium für Berlin besetze. In dieser Funktion soll er alle 4 Wochen den Senat über den aktuellen Stand informieren. Weiter so im Aufsichtsrat ist vor allem ein Schlag für die Grünen. Sie hatten stets Experten für das Gremium gefordert und so fiel die Antwort des stellvertretenden Regierungssprechers auf eine entsprechende Frage auch bezeichnend kurz aus. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass ich natürlich an dieser Stelle nicht für die Grünen sprechen kann, sondern für den Senat. Ich würde Sie dann an der Stelle bitten, sich an meine Kollegen, an Partei oder Fraktion zu wenden. Und das haben wir dann im Parlament getan. Doch bevor die Fraktionsvorsitzende, die in dieser Funktion auch an den Senatssitzungen teilnimmt, sich zu der Niederlage der Grünen äußerte, ließ sie es sich nicht nehmen, die Fähigkeiten des neuen grünen Aufsichtsratsmitgliedes hervorzuheben. Herr Behrendt als ehemaliges Fraktionsmitglied ist ein ausgesprochen kompetenter Senator, der nicht nur über den Rechnungshof promoviert hat, sondern sich vor allem auch im Bereich von Antikorruption und anderen nicht unrelevanten Fragen für den BER auskennt. Deshalb glaube ich, ist das erstmal eine gute Entscheidung. Aber wir können an der Stelle natürlich nicht verheimlichen, dass wir uns gerne eine vollkommen andere Aufstellung des Aufsichtsrates gewünscht hätten. Wir haben seit Jahren uns dafür ausgesprochen, keine Politiker, sondern Experten im Bereich Baucontrolling, Finanzcontrolling in diesen Aufsichtsrat zu entsenden. Aber wie das in Koalitionen ist, man braucht Mehrheiten, um die eigene Position durchzusetzen und die war in diesem Fall leider nicht gegeben. Das heißt, Sie standen dann doch letztlich allein auf weiter Flur? Ja, es war zumindest recht eindrücklich, dass man dem Weg eines reinen Expertengremiums nicht folgen wollte. Wir haben als Koalition versucht, die eine oder andere Möglichkeit miteinander zu eruieren. Und die heute beschlossene ist der Weg, den wir gemeinsam gehen können. Und ich glaube, damit kann man auch erstmal ganz gut arbeiten. Gibt es denn eine Marke, die Sie dort setzen konnten? Also sei es zum Beispiel, dass alle 4 Wochen an den Senat berichtet wird von einem Koordinator.
Also wir werden jetzt nochmal auf der parlamentarischen Ebene das Thema BER auch anders in die Befassung bringen. Wir wollen dort einen Risikofolgenbericht beantragen und sind auch am Überlegen, ob wir im Hauptausschuss den BER zu einem regelmäßigen Besprechungspunkt machen, um natürlich mit den Konsequenzen der kürzlich wieder bekannten Verschiebung einen Umgang zu finden. Wir haben da als Grüne in der Vergangenheit Position auch zur Frage Finanzmittel immer wieder bezogen. Eines Gutes hat die Entscheidung heute auf jeden Fall. Wir haben zumindest durchgesetzt, dass eine Expertenlösung mit auf dem Plan steht. Und das muss jetzt mal geschaut werden, wie das mit dem Flughafenkoordinator unter einen Hut gebracht werden kann. Aber es ist auf jeden Fall heute im Senat auch beschlossen worden, dass man auch externe Expertise in die Beratung des Aufsichtsrats von Berliner Seite mit einbeziehen möchte. Und das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wie das genau umgesetzt werden soll, ist allerdings noch unklar, denn die Berliner Plätze im Aufsichtsrat sind nun besetzt. Aus der Opposition kam uneingeschränkt Kritik an der rot-rot-grünen Lösung. Hier sei eine Chance vertan worden. Diese Koalition scheint wirklich Meister unbrauchbarer Kompromisse zu sein. Das ist ja ein wirrer Koalitionsbasar, der dort stattgefunden hat. Und das Ergebnis ist ein absolut blamables. Es kann wirklich nicht sein, dass gerade Grüne und Linke, mit denen ich ja nun wirklich jahrelang gemeinsam im BER-Untersuchungsausschuss gesessen und auch am Ende Lehren gezogen habe, nun diejenigen sind, die zwei Senatoren in den Aufsichtsrat schicken, bei denen man sich fragen, was sie dort sollen. Soll sich Dirk Behrendt um die Unisex-Toiletten für Bauarbeiter kümmern? Soll sich Klaus Lederer um den BER als technisches Mahnmal kümmern? Das ist völlig absurd, und dass auch der letzte Platz, der im Aufsichtsrat von Berliner Seite von einem Externen besetzt war, nun für einen Staatssekretär in Anspruch genommen wird, das macht den Quatsch noch quetscher. Wobei dem Staatssekretär ja durchaus Expertise zugesprochen wird. Er ist genau genommen der Einzige, der den Aufsichtsrat gehört hätte als Berliner Politiker. Alle drei anderen Regierungsmitglieder, bei Michael Müller angefangen, haben dort eigentlich keinen Platz. Was Michael Müller angeht, nicht zuletzt aufgrund des Kommunikationschaos rund um die letzte Terminabsage für 2017. Und bei den anderen beiden Senatoren verbietet es sich eigentlich schon aufgrund ihrer für dieses Vorhaben absolut ungeeigneten Ressorts. Aber Herr Evers, kennt die CDU-Fraktion nicht so etwas? Also ich kann mich erinnern, dass die CDU-Fraktion auch immer gesagt hat, dass Experten in diesen Aufsichtsrat rein müssen. Dann kam die CDU in Regierungsverantwortung, und was passierte? Es wurde der Innensenator Frank Henkel in den Aufsichtsrat geschickt. Das fand die Fraktion bestimmt auch nicht so lustig, aber es war nun mal so die Einigung im Senat. Das heißt, diese Situation, in der jetzt Linke und Grüne sind, die kennen Sie doch auch gut. CDU und SPD sind aber nun wirklich auch abgestraft worden bei der letzten Abgeordnetenhauswahl, und wir haben beide für uns den Schluss gezogen, Lehren zu ziehen. Und ich habe Michael Müller noch im Ohr, wie er demütig Bilanz zog und sagte, von nun an müsse wohl auch er beherzigen, gut zu regieren. Und davon sehe ich herzlich wenig. Und gerade was ihn angeht, muss man festhalten, dass aufgrund seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen nicht zuletzt auf der aktuellen Entwicklung beruhend großen Schaden genommen hat, das Ansehen ganz Berlins dadurch geschädigt ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dem Flughafen diese Dreierbesetzung von drei Senatoren aus dem rot-rot-grünen Senat besonders gut tun wird. Also wir sind etwas überrascht, eigentlich muss man sagen entsetzt. Wir haben ja extra eine Aktuelle Stunde beantragt zu dem Thema. Wir sagen, es muss Kompetenz in den Aufsichtsrat, man muss Baucontrolling auch verstehen können. Und dass jetzt auch sozusagen die Koalitionsproblematik in den Aufsichtsrat reingetragen wird, politisch, ist eigentlich eine Katastrophe. Können Sie das nochmal näher erläutern? Was meinen Sie mit Koalitionsproblematik? Ja, wir sehen ja, dass die Koalitionsfraktionen Schwierigkeiten untereinander haben. Wir hatten das bei dem Thema Holm und dass jetzt quasi die politischen Querelen in einen Aufsichtsrat kommen, ja, die wirklich andere Probleme haben, als sich dann um die Politik in dieser Form senatsintern zu kümmern, ist ein Problem. Und wenn ich mir anschaue, dass ich jetzt einen Grünen-Senator habe, der als erstes erstmal sich um Unisex-Toiletten kümmert, und einen Kultursenator, der eigentlich von diesen Themen keine Ahnung haben kann, dann frage ich mich, was soll das? Nun hat die Grüne Fraktion deutlich gemacht, dass durchaus auch Expertise von außen kommt, indem sie durchgesetzt haben, dass es auch verschriftet wurde, dass man von außen jemanden holt, der genau in diesem Bereich Bescheid weiß, wie man das genau managt, ob dann der Aufsichtsrat nochmal aufgepumpt wird quasi um diese Person oder wie man das regelt, steht noch nicht fest. Auf alle Fälle soll diese Expertise rein. Das reicht Ihnen aber nicht. Nein, es gab genügend Vorlauf, es gab genügend Kritik, das hätte längst passieren müssen. Wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Wirtschaft
es keinen gibt, der das möglicherweise macht mit dieser Besetzung. Ja, wir haben immer gesagt, dass es gut gewesen wäre, wenn man jetzt die Chance genutzt hätte, den Aufsichtsrat nicht nur politisch zu besetzen, sondern auch fachlich kompetent zu besetzen, also die Experten von außen zu holen und den Aufsichtsrat mit externer Expertise zu stärken. Das, was mich ärgert, ist, dass wir so ein Aufsichtsratsbingo in Berlin erleben, wo es heute heißt, die Senatoren gehen rein, morgen heißt es, die Staatssekretäre gehen rein, übermorgen heißt es, der regierende Bürgermeister bleibt doch. Also das ist ja im Grunde ein Armutszeugnis, dass niemand in der Politik Verantwortung übernehmen möchte und sich dieser drängendsten Herausforderung, nämlich den BER fertigzustellen, stellen will. Gut, dadurch, dass jetzt aber Politik im Aufsichtsrat bleibt, demonstrieren Sie damit ja auch, wir wollen schon Verantwortung übernehmen. Selbst die Grünen, die ja nun wirklich jahrelang in der Opposition gefordert haben, Experten in den Aufsichtsrat zu schicken. Naja, die Frage stellt sich dann schon, wieso gerade der Kultursenator Aufsichtsratsmitglied wird. Wahrscheinlich, wenn man selbst nicht mehr dran glaubt, dass der Flughafen BER mal ein Flughafen wird, von dem man fliegt, sondern wenn, dann vielleicht eher ein Museum für Luftverkehr. Und das wäre dann der richtige Sitz für Herrn Lederer als Kultursenator im Aufsichtsrat. Herr Czaja, Sie sind ja auch gut vernetzt in die Wirtschaft. Wenn es jetzt so gekommen wäre, dass man Experten in das Kontrollgremium geschickt hätte, würde es da überhaupt noch jemanden geben, der sich bereit erklären würde, für dieses Projekt den Kopf hinzuhalten? Also man hätte die Wirtschaft zunächst einmal fragen müssen, ob sie denn bereit wäre, hier Verantwortung zu übernehmen und jetzt auch mit all den Erfahrungen und Kenntnissen, die man aus dem Operativen hat, auch auf die andere Seite des Tisches wechselt. Aber die Frage hat man nicht einmal mehr zugelassen in Berlin und das ist das, was mich auch so maßlos ärgert, dass man grundsätzlich sagt, wir können es besser. Ich glaube, dass es diejenigen besser können, die jahrelang dafür ausgebildet wurden, die dafür ein Studium absolviert haben und die eben auch die Lebenserfahrung bei solchen Projekten mitbringen. Und das einfach außen vor zu lassen, das ist das, was mich ärgert. Natürlich ist ein Aufsichtsrat auch politisch, der muss auch politisch bleiben, aber man kann das Gewicht in einem Aufsichtsrat anders strukturieren. Auf der einen Seite Politik, auf der anderen Seite aber ein klares Übergewicht an externen Experten haben. Eine Ehe zu dritt ist eben nicht so einfach. Diese Erfahrung macht nun auch die aktuelle Koalition. Da braucht es Kompromisse. Ob die dann wiederum immer so gut tun und für unsere Stadt so förderlich sind, wird sich zeigen. Beim BER-Aufsichtsratsgremium hat jedenfalls die Politik bislang nicht wirklich etwas gerissen. Da waren nun wirklich auch viele dafür, mehr Expertise reinzubringen. Der Versuch ist jetzt ja gestartet worden, mit Hilfe eines Experten, der dazukommen soll, dieses zu gewährleisten. Die grüne Fraktionsvorsitzende Antje Kappek hat es uns gesagt. Wie das dann aber genau umgesetzt werden soll, das werden wir noch sehen.